Podcast die erste. Ja, hallo erstmal. Weiß nicht, ob ihr es wusstet, wir machen einen Podcast. Da sitzt der Bastian und der Christoph in der Landesgeschäftsstelle bei gefühlten 37 Grad Innentemperatur mit den nötigen lauwarmen Getränken und wollen über was reden. Christoph, über was wollen wir denn reden? Kann man mit dir über alles reden eigentlich? Über vieles. Aber nicht über alles. Naja, es gibt ja noch Privatsphäre. Ja, aber trotzdem, darüber wollen wir gar nicht reden. Da wollen wir nicht drüber reden? Nee, wir wollen über Meinungsbildung wollen wir reden. Wollen wir über Meinungsbildung reden? Meinungsbildung in der Piratenpartei? Das ist ein interessantes Thema. Oder auch außerhalb der Piratenpartei. Ach, ich glaube mal, in der Piratenpartei ist das schon kompliziert genug. Was meinst du? Ist das einfach, den Leuten zu erklären, wie Meinungsbildung bei uns funktioniert? Geht so. Geht so. Naja, also wie macht man in der, oder wie organisiert man in der Politik Meinungsbildung? Insbesondere wenn man in so einer komischen Piratenpartei ist. Oder dürfen überhaupt eigentlich hier nur Piraten an der Meinungsbildung teilnehmen? Ist es ein Interview-Podcast? Nein. Also natürlich, wir haben ja so Stammtische und sowas, ne? Und auf diesen Stammtischtreffen, da ist es ja so, dass da im Prinzip jeder hinkommen kann. Oder auch zu diesen Mumble-Konferenzen kann ja auch im Prinzip jeder hinkommen. Und wenn wir da an gewissen Themen arbeiten, hat ja jeder die Möglichkeit mitzusprechen. Und ob der nur wirklich Pirat ist oder nicht, das interessiert dann erstmal nicht wirklich. Interessieren tut es erst dann an der Stelle, wenn die Abstimmung ist auf dem Landesparteitag und eben etwas beschlossen wird, was halt vorher erarbeitet wurde. Aber an der Erarbeitung kann im Grunde jeder teilnehmen. Also es ist jetzt verwirrend. Ich nehme ja mal an, es hört sich der eine oder andere so einen Podcast an und der weiß nicht, wie das bei uns so funktioniert. Also die Politik 1.0 wird mir immer erzählt, die funktioniert auf Stammtischen wie Ortsvereine, Kreisverbände, Landesverbände, weiß ich wie Superlandesverbände oder Bezirksverbände, was da alles so gibt. Da wird bei den anderen Parteien immer Meinungsbildung betrieben. Und dann nach weiß ich wie vielen Jahren kommt dann mal irgendwann so ein Meinungsbild bei so einem Bundesparteitag an. Und dann wird der da irgendwann verwurstet und dann nach weiteren Jahren wahrscheinlich irgendwie praktische Politik umgesetzt, wenn zufällig die Regierung an der Macht ist. Oder die Partei in der Regierung an der Macht ist. Aber bei uns ist das anders. Ne? Bei uns kann jeder eigentlich mitmachen, oder? Kann auch jeder zum Stammtisch kommen, kann auch jeder unsere Tools bedienen, die wir so haben. Da haben wir ja eine Menge. Einerseits viele, aber nicht alle. Mailinglisten, würde ich mal schon Meinungsbildung. Mailinglisten kann jeder mitmachen. Die Pads kann fast jeder entern und umschreiben, wie es ihm beliebt. Sei denn, man merkt es. Natürlich unsere Mumble-Diskussionen erfreuen sich zunehmender Beliebtheit. Da kann man sich austauschen und mehr oder weniger konstruktiv und mehr oder weniger intensiv an der Meinungsbildung teilhaben. Hatten wir gerade. Gab es eine neue Arbeitsgemeinschaft in Brandenburg im Landesverband, Bauen, Verkehr und Infrastruktur. Und da geht es jetzt um einen Antrag zum Lärmschutz dieses tollen, schicken Monsterflughafens BR. Hat der schon umgesetzt? Ja, nein, noch nicht ganz. Hat schon den ganzen Abend gedauert. Wir hatten eine Vorlage und da waren eben einige dabei. Ach so, ich dachte, das wäre auch eurem Mist gewachsen, dass das noch nicht gebaut wird. Also fertig gebaut wird. Nee, da so viel Meinungsbildung können wir auch nicht betreiben. Und da konnte eigentlich jeder, der da war, da wurde auch nicht kontrolliert, ob das nur Mitglied ist oder nicht, konnte sich einbringen und auch seine mehr oder weniger schlauen Sachen dazu sagen. Und dann gibt es dann irgendwo einen Konsens und dann trägt man das weiter. Dann wieder Politik 1.0, bei uns zumindest, auf so einem komischen Landesparteitag und da wird er abgestimmt. Und dann gibt es noch was, dieses Liquid Feedback. Und auch andere, so Lime-Surveys und sowas, gibt also so komische Tools, wo man dann sich eintragen kann, ne? Und so Liquid Feedback. Was hältst du denn von Liquid Feedback? Ich finde es super. Du findest das super. Das ist aber nur für Mitglieder, oder? Oder Sockenpuppen, oder?
Offiziell nur für Mitglieder. Offiziell nur für Mitglieder. Das heißt, die kriegen dann so einen schicke Bestätigung. Und die bekommen meine Einladungsschlüssel und mit diesem Einladungsschlüssel, den sie per Mail bekommen, können sie sich dann ihren Liquid-Feedback-Account anlegen und dann sind sie drin. Das ist natürlich die Frage, ob diese Mail nicht von irgendjemandem abgefangen wurde oder was? Kann natürlich auch was schief gehen, dass da vielleicht mal jemand reinkommt, der nicht Mitglied ist oder nicht mehr Mitglied ist, der noch drin ist und so weiter. Also, aber im Grunde genommen ist es nur für Mitglieder und Lime Survey, naja, das ist ja wirklich für alle, die die Seite finden. Genau. So, also Liquid Feedback ist ja mal interessant, du findest das super. Also ich finde Meinungsbildungstools, die es gibt, finde ich immer gut. Also wenn man also das ja niederschwellig den Zugang macht, hat man Themen, die abgestimmt werden können und dann kann man sagen, okay, die Mehrheit ist neigt jenem oder jedem Thema zu. Das wird ja auch im Liquid Feedback sehr fein gemacht, mit Gegeninitiativen, wenig Diskussion, das fehlt mir da ein bisschen schon. Das muss ja auch außerhalb. Ja, die echte Diskussion fehlt mir dann schon so ein bisschen, aber so vom Prinzip her, hart gecodet, kann man da wunderbar abstimmen. Was hältst du denn von, also auf den Knackpunkt zu kommen, gibt ja immer die Diskussion um diese Delegation, was ja logisch ist, weil es heißt ja Liquid Democracy und Liquid Feedback ist ein Ausfluss von Liquid Democracy und damit gibt es ja auch Delegation, sonst gibt es ja kein Liquid Democracy. Ne? Sonst wäre es kein Liquid Democracy Tool, richtig? Ja, genau. Also hätten wir keine flüssige Delegation. Was hältst du denn von der Art und Weise, wie der delegiert wird? Ist das gut? Ist das ein Machtproblem? Also ich finde es relativ unproblematisch, wenn man... Also man muss halt... Also es bilden sich natürlich dann so Machtbäume raus in dem System. Es gibt einzelne Leute, die haben dann sehr viele Delegationen und können dann auch leicht mal alleine so einen Antrag über die entsprechenden Hürden heben, die es ja gibt. Also es gibt halt so einen Blockierer quasi für Anträge, die halt Blödsinn sind. Und da müssen erst genügend Leute zusammenkommen, damit dieser Antrag überhaupt über eine entsprechende Hürde kommt, damit er überhaupt diskutiert wird. Und wenn jemand mit vielen Delegationen oder viele Delegationen hat, dann kann er so einen Antrag alleine quasi über so eine Hürde heben und könnte damit quasi schon auch einen blödsinnigen Antrag über die Hürde heben. Aber man kann die Delegation ja wieder entziehen und wenn halt jemandem auffällt, dass jemand, der in großer Verantwortung dort ist, also viele Delegationen auf sich vereint, irgendwie Mist baut mit diesen Delegationen, dann sollte man das möglichst publizieren und den anderen Leuten, die dort auf den delegieren, bekannt machen, damit die sich doch informieren können, ob der denn tatsächlich Mist baut oder ob eigentlich nur derjenige, der sagt, dass er Mist baut, Blödsinn erzählt. Also das ist ja das Schöne an dem Liquid, dass es eben wieder entzogen werden kann, die ganze Delegationskiste. Und wenn man eine normale Delegation halt hat, dann... Also kann ich das dann auch während der Abstimmungsphase machen? Das heißt, wenn ich jemand da sagt, das ist ein Antrag, der gefällt mir, das will schon, dann soll man der Fachmann da sich stellen, in dem delegiere ich das und dann überlege ich mir das ein paar Tage später anders, kann ich ihn denn auch wieder entziehen? Wenn die Abstimmung noch nicht durch ist, kann man das entziehen. Kann man es entziehen. Und gibt es da nicht auch so eine Mehrfachdelegation, oder ich delegiere und dann delegiert er wieder seine Stimme und der delegiert das wieder demnächst und dann delegiert er das in einem Delegationsbaum? Deswegen entstehen ja gerade so große Machtgefüge oder Leute mit sehr vielen Delegationen, weil es eben weiter delegiert wird, was man da an... Also, nehmen wir mal an, ich delegiere auf dich, mhm. Ja, und du delegierst wiederum auf unseren Landesvorsitzenden Michael Hensel, dann passiert halt das, dass zwei Stimmen von mir, die eben auf dich geht und die von dir, die beiden Stimmen eben auf Michael gehen, wenn wir, solange wir nichts machen. Mhm. Blicke ich dann da noch durch? Jein. Also ich muss sagen, es ist... Diese Vertrauensvoll.
meine Stimme gegeben habe, blicke ich dann auch durch, wen du diese weiter delegierst, wer auch wieder dann weiter delegiert. Also den ganzen Delegationsbaum, kann ich den durchschauen? Kriege ich da so wie so ein Organigramm, wo jetzt plötzlich alle meine schicken Stimmen gelandet sind? Naja, das gibt es insofern, wenn man auf den einzelnen Antrag draufklickt, sieht man mit orangener Umrahmung, über welche Delegation die eigene Stimme auf einem Antrag liegt. Und wenn man auf diese orangene Umrahmung oder diesen orange umrahmten Menschen klickt oder diesen Benutzer, der dort im Liquid Feedback ist, dann kann man dessen Delegationsbaum einsehen und dann erkennt man dort entweder sich selbst wieder oder man findet jemand anderen wieder, auf den delegiert wurde, auf den die eigene Stimme weiter delegiert wurde. Also man kann sich das anzeigen lassen, das ist ein bisschen unschön gelöst noch, aber das wird ja daran gearbeitet, irgendwie die Oberfläche irgendwie schon ein bisschen zu verschönern und ein bisschen verständlicher zu machen, auch für Leute, die jetzt nicht so computeraffin sind. Und wenn ich jetzt ein ganz fauler Pirat bin und sage, Politik, die Beteiligung, das nervt mich sowieso, dann gebe ich mit meinen ganz vielen anderen faulen Kollegen einfach mal so meine Stimme ab an jemanden, der ganz nett zu mir ist und der hat dann offensichtlich eine Menge Stimmmacht. Ja. Das ist so wie in einem normalen Wahl. Gebe ich dann meine Stimme ab, allerdings alle 4 oder 5 Jahre, gebe ich auch wirklich ab, die ist dann weg und hoffe, dass denn der, den ich da gewählt habe, schon das Richtige machen wird. Und stelle dann fest, nach so einer langen Zeit, weil ich mich nicht wirklich um Politik kümmere, der hat was gemacht oder auch nicht. Das mache ich das den Leuten nicht zu einfach, wenn ich das so organisiere? Oder also nehmen diese Leute dann auch wirklich an der Meinungsbildung teil oder sagen die nur, ja, ich glaube, ich muss mal jemanden unterstützen, damit der ist, glaube ich, gut, der sollte das machen? Nun ja, also man kann natürlich, also ich denke mal, wenn jemand in eine Partei geht, dann will er vielleicht auch irgendwie was machen oder zumindest die Partei so ein bisschen finanziell unterstützen oder so, ja. Ist das nicht sein Anliegen eigentlich? Ja, das dachte ich, wenn jemand in eine Partei geht, dass er irgendwie was machen will. Ja, also ist das nicht sein Anliegen und haben wir nicht den Vorteil, Meinungsbildung eigentlich auch in allen Ebenen ganz niederschwellig zu organisieren? Also bei uns kann auch im Landesverband jeder einen Antrag stellen, muss nicht Pirat sein. Richtig. Und der kann auch bei der Vorstandssitzung kann der auftauchen, via live oder wie auch vor kurzem im Mumble, kann da auch einen Antrag stellen. Wird ja auch nicht überprüft, ist ja jetzt Mitglied oder nicht, sondern wenn der meint, möchte da einen Antrag stellen, kann er machen, beziehungsweise stellt es vorher ins Wiki ein und muss er sich halt als User anmelden. Aber da kann er auch User, weiß ich wie, Schneewittchen sein, ist egal. Genau. So, das ist so ein großes Angebot eigentlich. Das heißt, die Menschen müssen es doch irgendwie dann nutzen. Es wäre doch schade, wenn sie einfach sagen, gehen in eine Partei rein und sind da irgendwie nur stilles Mitglied. Also wäre doch gut, wenn man die hinterm Ofen hervorlocken könnte und zur Meinungsbildung auch anregt. Aber Liquid Feedback ist ja nicht dazu da, die Leute hinterm Ofen hervorzulocken. Ist es so? Es ist natürlich eine für Leute, die sich so ein bisschen mit Web-Oberflächen auskennen und auch so mal so ein bisschen hinter eine kompliziertere Oberfläche so hintersteigen, ist es natürlich ein einfacher Weg, dort in ihrem stillen Kämmerchen sich vielleicht irgendwas auszudenken, was möglicherweise auch ganz toll ist und das da einfach einzustellen. Aber dann beteiligt er sich ja dann auch schon. Und dann entsteht daraus vielleicht irgendwann mal ein Antrag, der an den Bundesparteitag geht oder an den Landesparteitag oder wo auch immer dieses Liquid Feedback läuft und an wen dieses Endprodukt, was da am Ende bei rauskommt, gestellt oder gehen soll, was auch immer denn am Ende abgestimmt wird. Ja, okay. Erklären muss man dieses Tool, glaube ich, schon. Aber da haben wir ja gehört, es gibt ja auch irgendwann eine neue Oberfläche, die kann man sich ja glaube ich irgendwo schon ansehen und kann man gucken, ob man damit besser zurechtkommt. Ist natürlich wie alle Tools auch Mumble, muss man erstmal erklären, das ist auch nicht... Einfach. Ja, auch für manche ist auch ein Pad eine große Hürde, wo muss ich da, was mache ich da jetzt, oh Gott, kann ich was kaputt machen, nicht wirklich.
Wiki ist eine Hürde, auch das, ganz klar. Wiki ist gar nicht wirklich einfach. Ja, und da muss man auch viel helfen, aber da tun wir ja eigentlich auch. Also wenn einer Hilfe schreit und sagt, ich komme damit zurecht, dann gibt es ja genügend Piraten, die helfen. Oder wenn irgendjemand irgendeine Seite baut, die irgendwie kreuz und quer aussieht, aber viele vernünftige Sachen drinstehen, dann baue ich die auch mal gerade. Ja, der Gärtnerst. Ja, wenn man gerade mal Zeit hat und man sieht, gute Inhalte, aber sieht ja aus wie Kraut und Rüben, genau. dann baut man eben das um, sodass es dann einigermaßen schick aussieht. Ja, aber wir wollen ja Meinungsbildung, also wir haben jetzt so Good Feedback und eine andere Phase. Ist es denn notwendig, wenn ich an der Meinungsbildung teilnehme, dass man weiß, wer ich bin? Also, dass die alle wissen, dass du Christoph B. bist, also möglichst mit vollen Namen. Ist das notwendig? Muss das sein? Warum haben wir Wiki-Nix? Sind das nur Geeks, die so einen Nick haben? Oder Twitter-Nix? Warum braucht man das? Warum kann man da nicht hinter seinem vollständigen bürgerlichen Namen möglichst noch mit Adresse und weiß ich was drinstehen im Netz? Hat das einen Grund? Naja, es muss nicht zwingend sein. Man kann auch anonym agieren, wenn man jetzt beispielsweise irgendwo einen Arbeitgeber hat, der vielleicht eventuell ein bisschen kritischer Dinge hinterfragt, die man oder prüft, die man irgendwo äußert. Dann ist es vielleicht ganz praktisch, wenn man unter einem anderen Namen agieren kann. Ja. Ja. Und deswegen nutzen viele Nix, aber viele nutzen auch die Nix, weil sie sie irgendwie lustig finden oder weil sie sie schon in ihrer Jugendzeit verwendet haben. Weil sie darunter bekannt sind. Ja. Da gibt es ja ganz Bekannte, da kennt man den bürgerlichen Namen gar nicht, den spricht man ja auch überall mit dem Nick an nur. Genau. Und der heißt dann, weiß ich wie, Karl Rumpelstilzchen und hat aber einen wohlklingenden Nick und das ist auch okay. Richtig. Ist ja nicht wirklich ein Problem, aber... Es gibt ja auch die Überlegung, dass die Leute, wenn sie denn schon an der politischen Meinungsbildung teilnehmen, dass sie dann immer unter ihrem vollen Namen auftreten müssen, auch bei einer Abstimmung. Spielst du jetzt auf die Klarnamen-Debatte fürs Liquid Feedback an? Wie kommst du da jetzt darauf? Es gibt eine Klarnamensdebatte, ganz klar. So. Also ich behaupte, man kann ja alles wollen, aber ich finde, man baut dann langsam sich einen Gruppendruck auf. In welcher Form auch immer. Also natürlich ist es so, wenn offen auf dem Parteitag abgestimmt wird und da geht die Kamera rum von irgendeinem Fernsehteam, kann es sein, dass derjenige auch mal eine grüne oder rote Stimmkarte aufnimmt, ist ganz klar. Aber das ist ja mehr zufällig. Das ist auch nicht ein Dauerzustand. So, wenn ich aber jetzt sage, wenn du hier abstimmen willst, dann machen wir das am besten so, nicht nur mit dieser komischen Karte, sondern wirklich noch so ein elektronisches Tool, dann weiß ich auch genau, wer wie abgestimmt hat. Was ja bei offenen Abstimmen im Bundestag ja auch so ist, dass sich ja wieder Abgeordnete Müller da, Meier oder wie auch immer abgestimmt hat. Kann man ja beim ZDF gibt es ja so ein schönes Tool, kann das nachvollziehen. Das sind aber Personen des öffentlichen Lebens, ne? Also Bundestagsabgeordnete, die stehen ja in besonderer Beobachtung. Es steht denn dann auch zum Beispiel ein Parteimitglied auch da besondere Beobachtung stehen? Weil ist ja schon persönlich öffentlich Lebens nur, weil der an der Versammlung teilnimmt? Also zumindest die Liquid Feedback-Entwickler, so kommt es mir halt vor, die hätten das auf jeden Fall gerne. Weil wenn man da jemanden hat, der unter einem Nick agiert, den aber in Wirklichkeit niemand kennt, also es ist ja, wie wir schon gerade meinten, viele agieren halt unter Nicks, aber die sind bekannt. Aber es gibt sicherlich auch Leute, die niemand so weiter kennt und die handeln oder stellen dort Anträge ein oder stimmen ab unter irgendwelchen bestimmten Pseudonymen. Dann ist es zumindest insofern schwierig, den mal anzusprechen, sag mal, was hast du da gemacht oder so. Oder ist dir aufgefallen, der und der delegiert auf dich? Und du delegierst auf XY und der stimmt nur Mist ab. Also man kann halt niemanden, den man nicht kennt, oder man kann halt jemanden, den man nicht kennt und nicht identifizieren kann, relativ schlecht Bescheid geben, dass irgendwo ein Missstand ist. Du kannst doch die
Leute, die da auftreten und ihren Nick anschreiben, kannst du ihnen noch eine Nachricht schicken oder nicht? Nee. Kannst du ich nicht? Kann es gibt kein internes Nachrichtensystem bei Liquid Feedback. Also wenn dort jemand in seinem Profil... Das heißt, ich muss die großen Shitstorm lostreten, dass der dass das User, vielleicht irgendwie mitbekommt. Dass der User aber Hexe 13 irgendwie Mist baut. Aber das wäre doch eine Lösung, wenn ich sagen könnte, also ich kann Hexe 13 auch irgendwie eine Mitteilung zukommen lassen. Und gut, kommt auch wieder Druck von der anderen Seite her, aber die Alternative zu sagen, ja, damit das nicht passiert, weil wir ja auch Leute haben, die missbrauchen das System, müssen wir also wissen, wie die heißen. So. Und zwar so, dass ich die auch zu Hause besuchen kann, weil viele Namen heißen, sind ja nicht Helmut Schmidt, sondern die sind ja ein bisschen eigentümlicher und dann kann ich mir das eine oder andere zusammenreimen, dann finde ich auch den schnellen Telefonbuch. Also insofern ist das ja vielleicht nicht ganz so prickelnd, nicht? Also werde ich doch vielleicht ganz vorsichtig sein mit meinen Anträgen, die ich da reinstelle. Also mir sehr genau überlegen, schadet mir das? Viel schlimmer finde ich doch, dass das dann irgendwo auch ja, registriert wird. Man sprach es vorhin den Chef an. Dann bist du gegen Atomkraft und dummerweise gerade bei Vattenfall beschäftigt. Könnt ihr mir schon vorstellen, dass du da einfach mal zum Abteilungsleiter gerufen wirst und sagst, sie wissen schon, dass wir eigentlich mit dem unser Geld verdienen, steht aber ein bisschen im Konflikt. Naja, das kann durchaus passieren, ja. Aber Vattenfall kann ja nicht ins System reingucken. Also Personalchefs machen viel. Personalchefs haben auch alle ihre Facebook-Accounts, auch nicht unter ihrem Namen, sondern... Ja gut, dann muss der Personalchef aber Piratenparteimitglied sein. Ja, vielleicht ist er das ja auch, weil er findet, es ist gut, Mitglied zu sein, damit er nämlich seine ganzen Schäfchen da findet. So, du, wir haben eine Menge Mitglieder, von denen wir nicht wirklich wissen, warum sie bei uns Mitglied geworden sind. Die verfolgen ja, so ganz ihre eigenen Ziele. Es ist ja nicht anders als wie im Wiki. Also wenn jemand im Wiki sich einträgt, er würde auf dem Parteitag voraussichtlich für den Antrag stimmen, dann ist es ja auch dort verewigt. Und wenn das ist ja verewigt, aber unter seinem Nick, ne? Ja, wenn der Personalchef dann auf den Nick klickt und da steht dann im Profil da, wie derjenige heißt, dann... Wenn. Aber da habe ich ja die Entscheidung. Kann ich ja sagen, ich mache da meinen bürgerlichen Namen zum Nick oder nicht. So, und jetzt kommt ja noch ein Problem. Wenn ich das so habe, selbst... Das Ding ist halt, dass die Liquid Feedback-Entwickler das gerne so hätten. Dass es rein auf Klarnamen funktioniert. Ich weiß allerdings nicht, ob das unbedingt nötig ist. Also ich weiß nicht, ob das wirklich nötig ist. Weil wichtig ist ja eigentlich nur, dass die Personen, die dort agieren, wirklich von denjenigen, die Nutzer-Accounts verschicken, auch wieder gesperrt werden können. Also wenn jemand zum Beispiel Parteimitglied ist, bekommt er diesen Key zugeschickt. Ja, da ist ja gerade was passiert. Und wenn derjenige wieder austritt, dann wird eben dieser Account wieder gesperrt. Und das müsste halt funktionieren und dann müsste halt irgendwie eine Akkreditierung. Ja, das funktioniert ja auch, aber wenn du da vorher mit deinem bürgerlichen Namen aufgetreten wirst, kommst du ja nicht mehr raus aus dem System. Na? Also der Account wird gesperrt, aber das, was vorher gelaufen ist, konnte sich ja jeder irgendwie notfalls mit einem Screenshot abspeichern. Da brauche ich ja nicht jetzt hier die Datenbank anzuzapfen. Ja, verstehst du das nicht? Man kann ja auch einfach den Dump runterladen und veröffentlichen. Alles das ist ja schon durchaus möglich, also das ist ja nicht das Problem. Und, aber ich würde doch, also wenn das Wiki war ein gutes Beispiel, also wenn ich da mit meinem tatsächlich eine Nutzerseite habe und da decke ich meinen bürgerlichen Namen auf. Und wenn man sich das wieder ändert, dann ist ja eine Historie noch drin. Nee, da kann ich Folgendes machen. Also erstmal, wenn ich überall anderweitig nur meinen Nicknamen verwende und nur die einzige Möglichkeit ist, den Nicknamen zurückzuführen auf den User-Account, weil eben auf der User-Seite mein bürgerlicher Name steht, und ich nehme den raus, ich habe ja ein Anrecht darauf, den löschen zu lassen, muss ich dem Admin sagen, bitte User-Seite löschen, dann ist der weg. Also in der Datenbank nicht gelöscht, da ist er in der Datenbank gesperrt, kannst du das nicht mehr finden. Das heißt, die wissen alle noch, das ist Nickname Rumpelstilzchen. Und wer das war, müsste sich einer erinnern. Aber das muss man die Nutzerhistorie mitlöschen. Muss man Nutzerhistorie mitlöschen, ja. So, da hat er einen Anspruch. Also ich könnte schon über eine gewisse Zeit, könnte ich schon dafür sorgen, dass das, was ich mal geschrieben habe, zumindest nicht mehr mich belastet. So, und gibt es ja auch
Dinge, die jetzt auch über die neue EU-Datenschutz-Grundverordnung angedacht werden, dass man also so einen Anspruch auf vergessen hat, was Blödsinn ist, was im Internet steht, wird nicht unbedingt vergessen. Man wenn muss es mal sehen. Wenn es mal wirklich populär ist, dann kriegst du es nicht mehr weg. Ja, richtig, genau. So. Aber ich deswegen, also Klarna ist für mich doch ein ziemlich starker Druck. Also kenne ich auch nur so eine politische Organisation, die das fordert, dass du immer mit deinem Namen persönlich abstimmen musst. So, notfalls setzt du dich in den Parteitag. Wenn du hin, auf den Parteitag gehst, dann. Oder so. Dann über dicke Sonnenbrille oder Perücke auf und. Na, zumindest weiß die Akkreditierung, wer da ist. Ich kenne zum Beispiel jemanden, der Bundesparteitag immer sich so ein Ding vor die Augen hält, wenn eine Kamera auf Privacy, die hasst das, wenn sie gefilmt wird, die setzt das ganz stringent durch. So. Und finde ich auch völlig in Ordnung. Also. Ist das Argument Meinungsbildung, ist das Argument wirklich richtig, dass man, wenn man politische Meinungsbildung betreibt, jetzt nicht als Funktionär, sondern als einfaches Mitglied, dass man da sich dann auch mit voller, breiter Brust zu bekennen muss, sich da sozusagen in die Öffentlichkeit stellen muss und sonst sollte man lieber nicht an Meinungsbildung teilhaben? Ist das so? Es ist ja nicht das Problem. Man kann ja auch sagen, okay, man macht da nicht mit, wenn es jetzt irgendwie einen Klarnamenzwang irgendwann geben sollte fürs Liquid Feedback, dann kann man immer noch sagen, ja gut, dann macht euer Liquid Feedback alleine. Ich mache hier nur Wiki und reiche die Anträge an den Vorstand ein. Also wenn man das nicht will, okay. Dann kann man einfach nicht mitmachen. Kann man nicht mitmachen. Nur hast du da natürlich eine Hürde. Wenn ich in der Satzung zu stehen habe, dass eigentlich Liquid Feedback, also das, was muss da irgendwie durchgelaufen sein, nur das hat eigentlich wirklich eine Chance, dass darüber abgestimmt wird, dann habe ich doch eigentlich auch ein Problem, oder? Nein, das ist ja nicht so. Ist nicht so? Ist nicht im Landesverband, ein Landesverband ist so mehr oder weniger vorgeschrieben, alles Liquid Feedback, über Liquid Feedback erstmal abzustimmen und dann wird das auf dem Landesparteitag bestimmt? Ja. Nicht. Die Berliner haben Liquid Feedback in der Satzung zu stehen, als Handlungsempfehlung für den Vorstand. Ist es gleichwertig. Also ich kann jetzt auch einen Antrag an den Landesparteitag stellen, ob ich Mitglied oder nicht Mitglied bin und finde ihn gut und hoffe, dass der dann abgestimmt wird. Ja, ich denke mal schon, dass das egal ist, ob er vorher im Liquid Feedback war oder nicht war. Allerdings ist es natürlich so, wenn er vorher im Liquid Feedback war, dann haben den vielleicht schon einige Leute gesehen und kennen das Ding schon. Und wenn er vorher nicht im Liquid Feedback war, dann kommt er dann... Meinst du, es ist mehr Marketing? Vielleicht, ja, besseres Marketing. Okay. Vielleicht steht er aber auch schon seit Monaten im Wiki und da wurde irgendwie auf der Mailingliste für geworben und im Mumble und dann kennen das Ding halt auch schon viele. Also es geht halt auch ohne. Wir machen das ja in Brandenburg mal, weil das ist ja so ein bisschen 1-0, ne? Wird uns immer vorgeworfen. Das heißt, wir machen über AGs, AKs, das hat ja... ganz doll jetzt Aufwind erlitten, machen wir Meinungsbildung, tragen wir was zusammen, in unendlich viel Mumble-Sitzungen, manchmal auch Realsitzungen und auch jedermann kann sich immer daran beteiligen und dann natürlich auch jetzt wie Landestreffen, haben wir ja auch viel gemacht eigentlich, um ja, insgesamt 60 Anträge dadurch zu sprechen in so epischer Form, ist schon eine ziemliche Leistung für so eine Veranstaltung, finde ich. Meine Anträge habt ihr nicht durch. Deine Anträge. Ja, meine Anträge. Das sind ja nur meine Anträge. Du musst für deine Anträge kämpfen. Welche sind denn deine Anträge? Aber die dürfen wir jetzt nicht Werbung machen. Das ist ja unfair. Gleichwohl, also wird uns ja vorgeworfen, das ist mal so 1-0. Wir haben ja auch Liquid Feedback in Brandenburg. Also, ja, es stümpelt vor sich hin. Ja, zu Recht, weil man muss halt eine gewisse Zahl an aktiven Nutzern haben, dass das Ding funktioniert. Wir haben Liquid Feedback damals eingerichtet, als die Nutzerbasis zu klein war. Ja. Also es gab aktive Nutzer, weiß ich, in dem System 10 Leute und die 10 Leute haben sich sowieso im Mumble alle besprochen. Die brauchen das nicht im Liquid Feedback dann nochmal machen. Nee, das also ist halt doppelte Arbeit. Spielerei ist das dann. Das ist Spielerei. Ja. Inzwischen haben wir aber eine Größe erreicht, wo das eventuell funktionieren könnte. Dass eben aus, dem Dorf so und so sich dort auch jemand beteiligt, der halt sonst nicht im Mumble ist, weil er
zu der Zeit halt, also weil er abends keine Zeit hat oder und die Mailingliste irgendwie nervt oder weiß ich was. Und deswegen nutzt er eben Liquid Feedback dann an der Stelle. Wir haben auch einen Lime-Survey. Echt? Aber wir haben auch sogar einen Lime-Survey. Wir haben Doodle. Oder Lime-Survey oder was auch immer. Also, wir haben eigene Doodle auch. Auch da kann man sich dann beteiligen, Doodle-Umfragen machen. Datenschutzkonform. Ja, sagen. Gut, das ist ja was anderes. Also, es sind halt Umfragetools und Liquid Feedback ist kein Umfragetool. Nein, es ist ja verifiziert, was du beim Lime-Survey oder auch beim hast, wirklich. Ist ja verifiziert eigentlich. Liquid Feedback durchläuft halt einen Antrag, einen Prozess. Und bei den Umfragetools ist der Antrag fertig und dann fragst du nur noch Ja, Nein oder vielleicht. Und bei Liquid Feedback gibt es halt einen Prozess, dass dieses Ding sich entwickelt, dass Leute Anmerkungen machen können und das fehlt eben bei den Umfragetools. Richtig. Also ich habe jetzt, ich habe schon relativ viele Anträge zum nächsten Landesparteitag gelesen und ich habe mich bei manchen geärgert, dass ich zum Beispiel nicht bei den Treffen dabei war oder bei Mumble dabei war, als sie das besprochen haben. Weil dann hätte ich eine Anmerkung gemacht, genau. die da praktisch hätte mit einfließen können. Was den Antrag verbessert hätte, aus meiner Sicht zumindest. Jetzt wurden die Anträge eingestellt ins Wiki, in die Antragsfabrik und wurden so klar sofort als eingereicht eingestellt, sodass sie eigentlich auch nicht mehr verändert werden dürfen. Dürfen zwar noch verändert werden, weil ja noch nicht Antragsfrist ist. Ja, dann streicht man das Ding halt wieder aus und stellt es nochmal neu ein. So sieht's aus. Also du kannst sie schon verändern, aber... Aber es ist halt auch nicht passiert. Also ich habe unter einigen Anträgen Anmerkungen gemacht, die sind... Also teilweise gab es dann noch zusätzliche Anträge, aber teilweise gab es da eben auch keine Änderung. Und jetzt sind die halt so, stehen die halt so beim Landesparteitag. Und hätte man da eben eine breitere... oder hätte dieser Antrag eine breitere Entwicklung durchgemacht, eben durch so einen Liquid Feedback Prozess, wie ich den gerade geschildert habe, dass er eben irgendwie einen Monat in dieser Diskussionsphase ist, dann irgendwie einen Monat oder ein paar Wochen in dieser eingefrorenen Phase, wo alle dann nochmal lesen können, so wie es wirklich abgestimmt werden soll. Und am Ende hat man dann schon mal eine Übersicht als als Initiativen erstellender Mensch, also derjenige, der das da eingestellt hat, welche Chancen dieser Antrag oder diese Forderung hat, dann ungefähr. Das könnte man noch während des Jahres sowieso machen. Also ich könnte doch jetzt für den August haben wir einen Parteitag, geht ja bei uns Schlag auf Schlag. Ja. Super, ja, könnte sofort, ich doch jetzt sofort anfangen, aber... Und dann könnte ich doch schon mal sagen, das ist jetzt mein Antrag, mäkelt mal alle dran rum. Ja. Das passt euch nicht. Und dann mache ich jetzt am so und so vielten mache ich eine Besprechung, kommt mal alle in Mumble und dann nehmen wir die mal auseinander. Das wäre gut, aber die Leute machen das halt immer auf dem letzten Drücker. Jo. Und dann kommt der Landesparteitag und dann kommen eine Woche vor Antragsende kommen die ganzen Anträge reingeschwappt und alle sofort im eingereicht Modus. Und Vielleicht sind die halt eingereicht. Also. Vielleicht wissen die das auch einfach nicht besser. Ja gut, wir haben jetzt ganz viele neue Mitglieder bekommen und da fehlt sicherlich auch noch ein bisschen die Erfahrung. Ja, nur sind die ja nicht weg. Also die können ja dann mal 2 Monate später organisiert werden, ist ja nicht das Problem. Das kriegen wir ja auch noch hin. Dankeschön. Also wir haben jetzt, wie gesagt, bei uns geht es ja zurzeit Schlag auf Schlag. Einerseits das Landestreffen war ja sehr erfolgreich, fand ich jedenfalls so überhaupt von Meinungsbildungseinübung. Ist ja auch nicht jedermanns Sache. Gerade auch Leute, die neu in der Politik sind, die wissen ja gar nicht, wie das funktioniert. So, die haben manchmal ganz tolle Vorstellungen, so diesen bösen Parteien und so, so diesem Ortsvereins-Mief. Und dann sind die eigentlich ganz positiv überrascht, wie locker man hier zumindest nicht im Landesverband da umgeht. Auch wie ernsthaft. Und Nauen fand ich sehr ernsthafte Diskussionen, die da sich abgespielt haben. Ja. Es gibt auch Kontroversen, aber alle so höflich, also wird keiner persönlich angegangen. Das meine ich mit höflich. Und das finde ich auch sehr vernünftig im Politikstil. So, also trotzdem, man kann natürlich auch Anträge jetzt schon für den nächsten Parteitag vorbereiten, durch sicherlich alle möglichen Grillen. Man sollte es am besten auch tun. So. Es ist halt ein bisschen ausgegorener, was dann da am Ende zur Verhandlung steht.
Ich weiß ja nicht, wie das bei der nächsten, bei dem nächsten Parteitag sein wird. Gibt es denn da die Möglichkeit, irgendwie einen Antrag nochmal zu verändern? Also inhaltlich ja sowieso ja, nicht eigentlich. Also du kannst auch auf dem Parteitag, im Gegensatz zu mancher Piratenlegende, kannst du auch an einem Antrag rumfummeln noch. Also redaktionell ändern, wenn der Sinn sich nicht entstellt. Ja, ja. Das ist ganz aber klar. Inhaltlich jetzt. Also inhaltlich kannst du nichts rumstellen. Das machen andere Parteien, das machen wir nicht. Es gibt keine gesetzliche Vorschrift, dass das nicht so gemacht werden könnte. Es gibt ja sogar die Übung. Das ist natürlich sinnvoll, das nicht zu machen. Weil ja, es gibt die Übung bei anderen Parteien, da stellst du sogenannte Lehranträge rein. Also Anträge wie, ich bin dafür, dass, weiß ich, wie unser Heim schöner wird, ja, und dann nimmt den jemand kurz vorher und sagt, ja, ich ändere diesen Antrag ab und kommt was ganz anderes bei raus. Das ist durchaus üblich bei anderen Parteien, also das machen wir nicht. Ist auch ganz gut so. Man sollte schon vorher wissen, was Ende erwartet, ja. Ja, deswegen schreibt man ja die Anträge in die GO oder in die Einladung. Also fasse ich jetzt mal so ein bisschen zusammen. Was so ankommt. Zusammen, Meinungsbildung, wie machen wir die Meinungsbildung beim Piraten? Können wir eigentlich nur für den Landesverband so richtig sagen, nicht? Brandenburg. Also wir machen das so auf den Stammtischen und Kreissitzungen, in Kreisen, also von den Gliederungen. Stammtische ist ja keine Gliederung, aber die Kreise müssen sich auffächern. Ja, die werden ja auch immer mehr, Gott sei Dank. Und wir kommen ja auch zu diesen Stammtischen. Die Stammtische haben einen großen Vorteil, weil sie eben keine Gliederung sind, sind sie nicht exakt an die Region gebunden. Also wenn ich jetzt einen Ortsverein hätte, hätte ich das Problem, dass der Ortsverein wieder an so eine kommunale Grenze gebunden ist. Und das ist auch nicht sehr hilfreich. Und Stammtische können das ohne die Beachtung dieser kommunalen Grenzen machen. Die können also zwischen diesen dann kommunalen Grenzen sich bilden, also flexibel bleiben. So. Deswegen finde ich das schon mal ganz gut. Da kann man das machen. Dann, wie gesagt, in den Gliederungen. Dann haben wir unzählig viele Termine in einem Kalender, wo Sitzungen von Arbeitsgruppen à la Couleur stattfinden. Manche finden ja hier auch in der Landesgeschäftsstelle statt. Das ist, da findet Meinungsbildung statt. Dann haben wir auch eine Mailinglisten für die Gliederung, für die Arbeitsgruppen. Dann haben wir viele Pads, die ein exzellentes Tool sind, um dort auch Meinungsbildung zu treiben, einen Antrag zu verbessern. Mhm. Und dann haben wir schließlich noch die Parteitage und Liquid Feedback haben wir auch. Das soll ja jetzt gerade durchstarten. Naja, soll ja gerade durchstarten. Habe aus zuverlässiger Quelle erfahren, dass jetzt ganz, ganz viele Einladungscodes verschickt werden oder worden sind. Worden sind? Ja, das Küken pickt gerade durchs Ei. Dass die Einladungscode jetzt ganz bald verschickt werden, ist ja schon seit Ende letzten Jahres so. Nee, es ist jetzt mehr konkreter geworden. Also es gibt da sozusagen, ich weiß gar nicht, darf ich das sagen, es gibt da ein aus zuverlässig unterrichteter Quelle. Uns wird dann wieder vorgeworfen, dass man diesen Podcast nicht veröffentlichen kann. Ach, was? Ich rede wieder in der Schnabel gewachsen ist, das wird mir oftmals angekreidet, aber dafür bin ich dann ehrlich. Nein, gleichwohl, also aus gut unterrichteter Quelle hieß es, es ist eigentlich versandt. Also wir kommen jetzt zum Relaunch. Ja, sehr spannend in Brandenburg, wie das sich entwickelt. Haben wir noch was Meinungsbildung? Technisches, was wir hier so treiben. Hattest du jetzt Mambe gesagt? Also Mambe, wir haben es vorher schon gesagt. Und es sind unzählig viele Konferenzen. Es steht im Kalender. Was hatten wir gestern? Gestern hatten wir vier. Und was auch ist, was schön ist, weil natürlich die Gliederungen technisch ausgestattet sind, die übertragen ja auch ihre Gliederungssitzungen, sofern ja die Aspora Brandenburg dieses Internet funktioniert. Aber wenn es denn funktioniert, übertragen die natürlich auch ihre Sitzungen. Das heißt, die Leute, die halt eben keine Zeit oder manchmal kein Geld haben, da vor Ort zu sein, die können dann möglichst dran teilnehmen. Was eigentlich immer Standard ist jetzt, ist, dass sie ein Pad haben, dass man wenigstens mitlesen kann, wenn da einer protokolliert. Auch da kann man ja auch beitragen. Also auch da gibt es einen Chatbereich in so einem Pad. Und da kann man ja auch, wenn da ein Tagesordnungspunkt aufgerufen ist, kann man ja Kommentare abgeben. Hatten wir gestern auch bei unserem tollen
Großflughafenantrag, tralala, haben es dann auch immer noch Hinweise, gab es noch Nachfragen, die konnte man dann einpflegen. Also auch Beteiligungsmöglichkeiten, die man nutzen kann. Also insofern haben wir eine Menge, ist gar nicht so unübersichtlich, oder? Ist das unübersichtlich für neue Leute? Erstmal schon, Nick. Ja? Am Anfang schon. Ach, was machen wir, um den neuen Leuten einen Hinweis zu geben? Wie fangen wir die ein? Wo können die sich hinwenden? Können die sich irgendwo hinwenden? Ja, die Mitgliederbetreuung zum Beispiel. Mitgliederbetreuung, das gibt es? Hast du irgendwas ja. damit zu tun gehabt? Ja, also ich habe da tatsächlich ein bisschen was mit zu tun, auch wenn ich da zumindest auf E-Mail-technisch nicht so aktiv bin. Aber ich mache hier in der Geschäftsstelle öfter mal was mit einzelnen Leuten, die halt vorbeikommen und mich dann was fragen. Und da unterstütze ich und helfe ich dann, auch eine Wiki-Seite einzurichten oder wie man Mumble einrichtet oder so, solche Geschichten. Ne? Ja, wir ziehen ja auch ein bisschen übers Land, also vielleicht in Dillen, ja, mit den Technikteams. Ne? Also wir machen ja Technikschulen übers Land. Nauen gab es auch eine kleine Technikschule. Also jetzt nicht in Coden von Wiki, Hardcoden von Wiki, sondern das große Ganze. Also wie ja. funktionieren wir? Ja? Das müssen die Leute auch noch verstehen. Ne? Was... Also das ist eine Sache, wie funktioniert die Technik. Die andere Seite ist welche Kanäle gibt es überhaupt so generell alles, um sich zu beteiligen. Ich habe nämlich, letztens hatte ich hier ein Austrittsschreiben, sag jetzt nicht von wem, nein. aber stand halt drin, dass sich jemand über die Debattenkultur in Anführungsstrichen auf der Medienliste beschwert hat und er deshalb ausgetreten ist, weil dort halt nur Gezänk ist. Und da kann ich jetzt nicht unbedingt widersprechen, weil das passiert halt des Öfteren, dass da viel gezankt wird. Aber die Mailingliste ist halt auch nicht so der optimale Kanal, um sich jetzt politisch einzubringen. Da gibt es halt bessere Möglichkeiten, eben die also, Treffen, ja, die Leute oder sollten nicht Mumble so oder was auch immer. Aber das wissen halt manche auch nicht. Ne? Die Leute sollten nicht so empfindlich sein. Die müssen auch erstmal sehen, dass der graue Ton teilweise gar nicht so verletzend ist, sondern einfach nur rau. Ist nicht immer gleich ganz persönlich gemeint, obwohl es durch ungeschicktes Schreiben manchmal so rüberkommt. Weil was geschrieben ist, das bleibt. Und das kann man schlecht zurücknehmen. Deswegen soll man ja immer aufpassen, was man schreibt und wie man es schreibt. Wenn ich das jetzt hier sage... schreibe ich ja nicht mehr. Wenn ich es sage, dann merkt er hier schon durch meine Betonung, was ich meinen könnte und kann nachfragen, sag mal, wie meinst du das? Und dann kann ich das wieder gerade biegen. Nee, so war es nicht gemeint, wenn das erstmal irgendwo in der Welt ist, auf allen möglichen Mail-Clients verewigt, ist das schwierig, das ist klar. Naja, da frage ich mich, wird das wieder so passieren in den Mailinglisten, dass das alles wieder abflacht und dass wieder weniger... E-Mails geschrieben werden, wenn irgendwann diese Mitgliederzuwachs stagniert. Also weiß ich nicht. Ich nehme das immer als Welle wahr. Also ich habe eine ganz spannende Entwicklung. Das ist bei mir in der AG Wirtschaft, im Bundes AG Wirtschaft. Da sind wir jetzt weit über 100 Mitglieder. Viele neue. Natürlich ist klar, wenn er ein neues Mitglied ist, dann muss der erstmal seine ganze Lebensgeschichte in die Umwelt pusten. Das ist doch normal. So. Mach das mal, wenn du da 30, 40 Zuläufe hast, das kaskadiert, da hast du hunderte von Mails. Und zurzeit schlagen wir ein bisschen die Aktive, Bundesaktive, und das ist für jemanden, der da mitliest, ziemlich anstrengend. Das flacht aber immer wieder ab. Also es ist eben, gibt dann Aufreger, dann schreien alle Juche, gibt es dann ganz, ganz viele Mails. Und dann flacht das wieder ab. Das sind immer so Wellen. So. Ja. Und immer dann, wenn es zu doll wird, melde ich mich mal zu Wort und sage, nee, so reden wir nicht miteinander, sondern wir machen das bitte höflich und dann ist gut, sonst müsste ich mal sauer werden und das wollen wir ja alle nicht. So. Das scheint in der Regel zu wirken. Gott sei Dank, wenn ich das so schreibe, dass das noch wirkt. Das hat noch einen Effekt. Und da muss man sich dran gewöhnen. Also wir hier sind eben gestiegen von 300 letztes Jahr irgendwas so auf über 1000, das ist gigantisch und natürlich finden die Leute auch unsere Medien langsam und benutzen die, das ist ja auch so gewollt. Ja. Unsere Medienliste läuft wie damals 2009. Also ja.
ist ein drunter und drüber. Also zu jedem Beitrag gibt es einen Kommentar. So sieht's aus. Damit muss man leben. Und 2010, wenn wir uns mal zurückerinnern, ja? Da war es dann eine Besonderheit, wenn es auch mal eine E-Mail am Tag gab. Ja, und dann war das dann wirklich so, okay, da kommt irgendwie eine Info. Und dann konntest du diese Info zur Kenntnis nehmen und dann war aber auch gut. Ja, jetzt also irgendwann haben sich halt die Leute alle kennengelernt, ja, und haben gewusst, wie so gewisse Dinge zu nehmen haben. Und dass das vielleicht nicht böse gemeint ist, wenn dann da jemand irgendwie ein gewisses Wort da verwendet. Und die größten Streithähne sind vielleicht auch wieder, haben sich dann irgendwann zurückgezogen, weil sie gesehen haben, irgendwie ihre Meinung findet doch keinen Anklang. Es gab ja auch mal ein paar skurrile Sachen, gerade wieder so einen komischen Vergleich da mit der Rassenhygiene oder so. Also man sollte dann schon, das sollte man uns ersparen, so eine unsäglichen Vergleiche zu ziehen, die vielleicht gar nicht so in dem Moment gemeint waren, aber natürlich so rüberkommen. Ja. Und da sollte man eben schauen, dass das möglichst sachlich bleibt. Ja, also Meinungsbildung haben wir, glaube ich, ganz gut beschrieben, oder? Fällt dir noch was ein? Also ich denke, das ist ganz gut beschrieben. Also was ich gerne den Stammtischen mal ans Herz legen würde, ist, dass sie ihre neuen Leute... Ach, das hört das Mikrofon doch, oder? Wenn ich da nicht direkt hinspreche. Dass er ihre neuen Leute, die sie besuchen kommen, auch mal nett empfangen. Also ich habe ja. Ich hab halt so bei manchen Orten, ich sag jetzt keiner, also bei manchen Stammtischen so das Gefühl, da entwickelt sich nicht viel. Also ich nehme dann auch da an, dass die Leute, die sich dort immer treffen, miteinander nur reden werden, über Dinge, die sie erlebt haben in den letzten Tagen. Und die neuen Leute halt nicht mit einbeziehen, auf irgendeine Art und Weise. Okay, dann machen wir Folgendes. Wir gehen mal den Stammtischen und Gliederungen so ein kleines How-To. Erstens, liebe Stammtische und Gliederungen, wenn ihr einen Stammtisch oder eine Gliederungssitzung habt, so real, dann ist bitte einer da, der neue Piraten oder Gäste in Empfang nimmt und sich ein bisschen um die kümmert. Und die auch mal begrüßt. Es ist eine große Hürde, die Schwelle zu einer Parteiveranstaltung zu überschreiten für jemanden, der da noch nie war oder der das von früher mal her kennt. Deswegen sollte man denjenigen oder diejenige nicht als Mauerblümchen irgendwo sitzen lassen. Also guckt euch einen aus, der dafür zuständig ist. Zweitens, macht mal eine Tagesordnung. Dann flutscht das nämlich und dann redet man nicht über die Erlebnisse der letzten Woche und ob das nur heiß oder kalt war oder ob das Wasser auch zu Hause geplatzt ist, sondern also man macht es ein bisschen strukturiert. Das funktioniert relativ gut, meine ich eigentlich, also die Tagesordnung. Also strukturiert. Aber es ist halt teilweise so, dass sich dann die Stammtische treffen, die rattern die Tagesordnung durch, da sitzt irgendjemand Neues in der Ecke. Und wenn er halt nicht ein offener Typ ist, der halt sich sofort mit einmischt, dann sitzt er halt die ganze Zeit in der Ecke, geht am Ende und kommt nicht mehr wieder. Das ist ja das Problem. Also deswegen muss man die schon mit einbeziehen. Also ich mache das gerne. Ich bin da ein offener Mensch geworden, der auch Leute, die ich nicht kenne, also ich meine, ich bin ja ein bisschen älter, deswegen sage ich mal, wer bist denn du? Das nehmen die mir aber alle nicht übel. Also jedenfalls hat noch keiner gesagt, was willst du von mir? Sondern die haben gesagt, ja, also ich bin der und der. Und dann konnte man schnell ins Gespräch kommen und sagen, was machst du bis ich das erste Mal? Ich habe dich noch nie gesehen. Und dann öffnet sich meistens da so ein Gesprächsfaden und das ist eigentlich, muss man schon machen. Und manchmal macht man es, man bestellt sich vor oder so, aber so ein bisschen aktiv auf die Neuen zugehen, genau, das und freundlich das ansprechen, das muss man machen. Also, liebe Stammtische, liebe Gliederung, falls ihr das noch nicht macht, macht das. Macht das. Und Christoph ist das aufgefallen, mir ist das aufgefallen. Ich glaube, das war kein Zufall, sondern das ist so ein bisschen... Erfahrung. Ja, was kann man jetzt nur sagen? Gut, dass wir darüber geredet haben. Ja. Hat Spaß gemacht. Bis neulich. Bis neulich.